schon teilweise schwarz da. Das ist ja richtig braun. Wir sind derzeit hier im Einsatz in der Paul-Zweigart-Straße. Hier hat sich ein Dehnfugenbrand ereignet zwischen zwei Mehrfamilienhäusern. Die Feuerwehr ist derzeit mit rund 50 Mann und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt werden wir durch das DRK, durch die DRK-Ortsvereine Meichingen und Sindelfingen. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig, da wir in den Zwischenraum von den zwei Wohnhäusern hineinkommen müssen. Hier sind wir mit Spezialwerkzeug wie einer Hildi zum Beispiel im Einsatz. Auch Fognails kommen im Einsatz, um den Brand im Inneren zwischen den zwei Häuserspalten abzulöschen. Die Branddauer dauert wahrscheinlich noch eine Weile an. Genaue Abschätzungszeiten können wir leider noch nicht nennen. Insgesamt roundabout sind wir mit 50 Einsatzkräften inklusive dem DRK vor Ort. Nein, es gab keine Verletzten. Wir hatten eine kleine Rauchentwicklung im Inneren durch die Dehnfuge, die gebrannt hat. Die Rauchentwicklung war aber so minimal, dass keine Gefahr für die Anwohner bestand.